Der FC Schalke 04 steht vor dem wohl schwersten Auswärtsspiel der Saison. Am Samstag um 18.30 Uhr im Live-Ticker muss S04 beim FC Bayern München antreten. Die Partie wirft nicht nur statistisch seine Schatten voraus, nur einen Tag davor tauchen Gerüchte über ein mögliches Interesse des deutschen Rekordmeisters an Youngster Ahmet Kutschuju auf. Erlebe die Highlights Schalke 04 beim FC Bayern München in der Bundesliga auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. In Gelsenkirchen bricht derweil eine Debatte über die Umbenennung des Stadions zu Ehren des verstorbenen Ex-Managers Rudi Assauer los. Was passierte bei S04 in den vergangenen Tagen? Hier gibt's die Übersicht. In diesem Artikel gibt es all News, Transfers und Gerüchte rund um den FC Schalke. 4 Uhr morgens Freitag, heult Bayern München Ahmet Kutschuju von Schalke 04. Bayern München soll ein Auge auf Sturmtalent Ahmet Kutschuju vom FC Schalke 04 geworfen haben. Das berichtet die Bild. Demnach sei FCB-Nachwuchschef Hermann Gerland ein großer Fan des jungen Angreifers, der unter der Woche für S04 im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf traf. Ein Transfer des Teenagers dürfte aber keine einfache Angelegenheit werden, denn Kutschuju verlängerte erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag bei den Knappen bis zum Sommer 2022. Mitte Januar hatte Schalkes Geschäftsführer Christian Heidel erklärt, warum wird er mit Bayern München in Verbindung gebracht. Weil Hermann Gerland mal bei uns auf dem Platz stand und gefragt wurde, was er von Ahmet Kutschuju hält. Er hat doch nur gesagt, dass Ahmet ein guter Fußballer ist. Schalke 04, Fans wollen Stadion in Rudi Assauer Arena umbenennen. Nach dem Tod von Rudi Assauer wollen die Fans des FC Schalke 04 ihrem langjährigen Manager ein namentliches Denkmal setzen. Am Donnerstag legten mehrere Anhänger an der 1000-Freunde-Mauer vor der Schalke Arena Blumen und andere Utensilien nieder. Einige Anhänger zündeten Kerzen an. Mehrfach wurde die Forderung laut, das Stadion in Rudi Assauer Arena umzubenennen. Ein Gedanke, der auch Rainer Kallmund gefällt. Ich weiß, dass Schalke die Einnahmen aus dem Namen Sponsoring der Arena braucht. Aber wenn ich Marketing-Experte wäre, dann würde ich sagen, Veltins präsentiert die Rudi Assauer Arena, sagte der langjährige Manager von Bayer Leverkusen dem Express. Eine solche Umbenennung wäre ein tolles Signal, sagte Kallmund. Hier geht's zur ganzen News. Schalke 04 beim FC Bayern München, die Faktenvorschau. Der bislang letzte Schalker Sieg an der Isar beendete die Bundesliga-Karriere von Jürgen Klinsmann. Halil Altıntop stahl den Münchnern mit seinem Kopfballtor zum 1:0 am 25. April 2009 wertvolle Punkte im Titelkampf, die Klinsmanns Nachfolger Jupp Heynckes in den letzten 5 Runden nicht mehr wettmachen konnte. In den folgenden 9 Gastspielen punkteten die Schalker nur noch mit 3:1:1 und in den letzten 19 Duellen schossen sie nur 4 Tore in der zweiten Halbzeit. Aus dem aktuellen Kader schoss kein Spieler für Schalke einen Treffer gegen die Bayern, die gegen die Knappen ihren Vereinsrekord von 11 Platzverweisen registrierten. In der laufenden Saison führen aber die Schalker mit 3 roten Karten die Sünderliste an. In 2 der letzten 3 Vergleiche mit S04 verwandelte Robert Lewandowski einen Elfmeter. Die Münchner erzielten in den letzten 13 Ligapartien immer das 1:0, blieben dabei aber 4-mal sieglos, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Der Ex-Schalker Leon Goretzka ist mit 4 Treffern bester Ligaschütze der Rückrunde. Die Königsblauen holten aus den letzten beiden Partien mit je 2 Gegentoren insgesamt nur einen Punkt. Sie sind seitdem 11. November 0:3 in Frankfurt auswärts ungeschlagen und verbuchten aus den folgenden 4 Gastspielen einen Sieg sowie 3 Unentschieden. In den letzten beiden Auswärtspartien erzielten sie das 1:0. Ihre letzten 10 Treffer in der Fremde schossen 10 verschiedene Spieler.
Bayern München verbuchte mit 13 die meisten Pausenführungen, Schalke mit 9 die zweitmeisten Rückstände nach dem ersten Durchgang. Die Knappen verloren in dieser Saison 5 ihrer 7 Samstag-Topspiele. Die Duelle zwischen Bayern und Schalke in Zahlen, Heimbilanz 33:9:6:123:40 Tore, Gesamtbilanz 51:28:18:203:103 Tore, letzter Heimsieg 2:1 am 18. Februar 10, letzte Heimniederlage 0:1 am 9. April 25, letzte Elfmeter Bayern 12:11, Lewandowski am 18. September 22, Schalke 12:10, Choupo-Moting am 3. Februar 15, neuer Held. Letzter Platzverweis Bayern 11, Boateng am 3. Februar 15, Schalke 5, Papadopoulos am 1. März 14, aktuelle Bayern-Schützen gegen Schalke, Lewandowski 12, Müller 7, Robben 5, Alaba 3, Ribéry 3, James 2, Gnabry, Kimmich, Martinez. Schalke-Schützen gegen Bayern, Uth 3, Bruma, Caligiuri, Rita. Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß würdigt verstorbenen Rudi Assauer. Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß 67 hat Rudi Assauer einen Tag nach dessen Tod gewürdigt. Rudi Assauer war einer der professionellsten Manager in der Geschichte des deutschen Fußballs. Er hat die Bundesliga in seiner Zeit bei Werder Bremen und Schalke 04 geprägt, hieß es in einem auf der Homepage des Rekordmeisters veröffentlichten Statement von Hoeneß. Assauer, langjähriger Manager der Königsblauen, war am Mittwoch im Alter von 74 Jahren verstorben. Bei aller sportlichen Rivalität hatten wir immer größten Respekt voreinander. Rudi war ein Mensch, auf den man sich verlassen konnte. Sein Wort hat gezählt, eine Vereinbarung, die per Handschlag getroffen wurde, hatte Gültigkeit, darauf konnte man sich bei ihm zu 100% verlassen, sagte Hoeneß. Vor dem Kracher gegen Schalke, Robben und Boateng brechen Training ab. Bayern München muss beim anstehenden Bundesligaspiel gegen Vizemeister Schalke 04 womöglich weiterhin auf Angreifer Arjen Robben verzichten. Der Niederländer brach am Donnerstag die Trainingseinheit der Münchner ab. Dies berichtet Sky. Robben soll schüttelnden Kopfes den Trainingsplatz verlassen haben. Der 35-Jährige hatte zuletzt in der Bundesliga wegen Oberschenkelproblemen pausieren müssen und stand auch am Mittwochabend beim 3:2-Sieg gegen Hertha BSC im Achtelfinale des DFB-Pokals nicht im Kader. Neben Robben konnte ein weiterer Bayern-Star die Einheit nicht komplett absolvieren, auch Jerome Boateng, aktuell hinter Mats Hummels und Niklas Süle nur die Nummer 3 in der Münchner Innenverteidigung, marschierte vorzeitig in die Katakomben. Zum Tod von Rudi Assauer, Malocher, Macher, Mensch. Mit dem Tod von Rudi Assauer verliert der deutsche Fußball ein Kind der Bundesliga, einen großen Schalker und einen echten Typen. Punkt. Ein Nachruf.